Jo, heute 8. Tag. Es wird nicht viel passieren jetzt, außer dass ich mich mal ganz rudimentär beschäftigt habe mit Visualisierung, Darstellung von Ergebnissen. Aber das kann ja auch noch mal ganz gute Einsichten geben in so ein, was man sich da halt zusammenprogrammiert hat. Salabim bietet jede Menge Hilfe an beim Animieren von so einer Simulation. Ist wirklich sehr komplex und ich habe auch noch nicht alles durchschaut. Aber was recht gut geht, das finde ich ganz klasse, man kann sogenannte Monitore animieren. Monitore zum Beispiel also sind sowas wie Sensoren. Monitor ist sowas wie ein Sensor, kann man sich vorstellen, was Salabim von Hause aus mitbringt. Zum Beispiel eine Ressource. Da wird mitgeschrieben, wie lang denn die Warteschlange ist an der Ressource. Eine Ressource ist ja eigentlich nichts anderes als eine Warteschlange mit Zuteilung. Also wenn niemand da ist, dann geht man in die Warteschlange, bis jemand da ist, also bis die Ressource verfügbar ist. Und das wollte ich jetzt mal verwenden, so ein Monitor. Gibt auch, da ist sie, eine Methode von Salabim, Animate Monitor, und da sieht man, aber ein ordentliches Food-Parameter. Viel jetzt auch mit Darstellung, so welche Farbe und welche Schriftart, ganz cool. Das Tolle ist, weil wenn man diese Sensoren, diese Monitore mal anzeigen möchte, die es schon gibt, dann kann man das machen, ohne dass man sein Modell anpackt. Ne? Also ich muss jetzt nicht hier im Kunden noch großartig jetzt rumprogrammieren, das kann alles so bleiben. Ich muss nur auf jeden Fall immer wieder mal der Animation sagen, jo, nächstes Bild oder nächster Messwert. Und da bietet sich förmlich an, das innerhalb von diesem Environment zu machen, innerhalb von diesem Hauptprozess, der heißt ja Main, haben wir vielleicht schon mal gesehen bei dem Trace. Der wird ja immer durchlaufen. Und dann wird geguckt, was soll ich tun. Und da kann man auch sehr schön die Animation unterbringen von jeweils gewünschtem Monitor. Ich mache da einfach mal eine Funktion. Also es muss jetzt gar keine Klasse sein oder eine Klassenmethode oder eine Objektmethode, irgend sowas muss es nicht sein. Do Animation einfach, damit man das unter einem Hut hat. Das wird jetzt hier irgendwann durchlaufen, nicht? So, immer wieder. Also diese Funktion mit dem Aufruf, die ja nur einmal. Und dann kann man, wo stelle ich sie denn mal? Ich packe sie mal hier vor. So sieht die aus. Do Animation. Einiges dazu, also wie gesagt, diese Parameter. Was man natürlich braucht, ist, was möchte ich denn beobachten? In meinem Falle ist es die Länge der Warteschlange von Leuten, die noch nicht abgefrühstückt sind. Also die noch nicht Mitarbeiter zugewiesen haben. Also die man draußen sieht, wo wir sagen, ach komm, wenn er mehr als 15 hauen wir ab. Die Länge möchte ich mal darstellen. So als Graph. Und dazu muss man erstmal Salabim sagen, jo, bitte mach mal hier Animation, damit halt diese Do-Animation-Geschichte auch regelmäßig aufgerufen wird. Auch da gibt es nochmal jede Menge verschiedene Parameter. Und dann wird die Methode SimAnimateMonitor aufgerufen. Und der Monitor, den ich haben möchte, ist die Ressource, also die Mitarbeiter. Und davon die Warteschlange, das sind die Requesters. Da sind alle Komponenten, alle Kunden drin, die noch keinen Mitarbeiter zubekommen haben. Und der Sensor ist zum Beispiel die Länge, gibt auch Wartezeit und so weiter. Und dann nur noch, wo packe ich es denn hin auf dem Bildschirm? Also das Ganze ist mit TK Inter gemacht. Also das ist was jeder dabei hat bei Python, standardmäßig. Und ja, ne, XY-Werte auf der Zeichenfläche, breite Höhe von dem Graphen, noch eine Skalierung. Das ist so ein bisschen tricky. Und der XY-Anchor. Da gibt es
C heißt diese XY-Werte, die gehen vom Zentrum von der Zeichenfläche aus. Und ich gehe also Hälfte nach links, Hälfte nach oben, andere Hälfte nach rechts und andere Hälfte nach unten, also links, oben, rechts, unten. Ist hier auch nochmal beschrieben. Da haben wir es. Da kann man, also ich habe ja jetzt C eingegeben, man kann aber auch sagen, es geht alles von oben links aus, also was man so kennt, oder von rechts, einfach nur um das zu positionieren. Und im Grunde sollte es das schon gewesen sein. Ich lasse es mal flitzen. Braucht jetzt ein bisschen länger. TK-Inter und so weiter. Ich hoffe, dass man das jetzt erkennen kann auch. Man kann hier auf Menü, hier oben sieht man halt so die Simulationszeit. Ich schalte Synchronisation mal ab, also dann läuft das nicht in quasi Echtzeit, also in echt Simulationszeit ab, sondern es rast durch, so schnell es halt kann. Das ist ja das Angenehme bei diesen ereignisorientierten Simulationen, ne? Man muss da nicht wirklich abwarten. Es gibt eine Betriebsart von, oder Modus von Salabim, da kann man auch wirklich echte Ereignisse, weiß ich nicht, Mausklick oder irgendein Sensor draußen, einfließen lassen. Ne? Aber das ist ja jetzt hier einfach nur eine Simulation von einem Imbiss. Ne? Und da kann ich auch schrittweise durchgehen. Also wir wissen jetzt, oh, Kunde 0 ist angekommen, wird sofort bedient. Kunde 1 war da, wird sofort bedient. Und kann sehen, dass man nichts sieht. Also da steht keiner großartig in eine Schlange. Hier passiert nichts. Kann ja mal auf Go drücken. Da sieht man ab und zu mal so, ich hoffe, dass man das erkennt bei der Auflösung von YouTube. Also was ich so mache mit OBS. Da gibt es manchmal so kleine Knubbelchen. So einer oder zwei Leute stehen da mal draußen rum. Also da ist aber von außen, würdest du sagen, jo, lass mal bestellen. Das läuft jetzt halt durch, bis der Arbeitsmonat durch ist, also rum ist. Da kann man ein paar hübsche Sachen erkennen. Wir sagen mal, einfach nur jetzt, um mal mit der Grafik rumzuspielen. Die Leute haben überhaupt keine Geduld. Nach einer Minute in eine Schlange hauen die ab. Und sagen aber, okay, ich stelle mich noch an, wenn da 50 Leute sind. Und wir wollen da mal ordentlich eine Schlange erzeugen. Kommt also jede Minute einer im Mittel. Von mir aus auch 15 Minuten. 8 Stunden am Tag. Hier ist noch mein Fehler drin. 8 Wochen im Monat. Gottes Willen. Wieder auf 4. Und jetzt können wir uns wieder die Warteschlangenlängen so angucken. Ich mache das synkt aus und los geht's. Da sehen wir jetzt so, ja, da ist schon ein bisschen, also ständig irgendeiner draußen, der da wartet. So ein paar Leute. Nicht wahr? Okay. Jetzt gucken wir mal. Die Leute haben extreme Geduld. Wenn sie in der Schlange sind und nicht vorher abgebogen sind, dann warten die aber auch 10.000 Minuten. Was passiert dann? Ui. Da sieht man, aber baut sich ruckzuck so eine Schlange auf und die Schlangenlänge bleibt dann immer hier oben stecken. Das sind die 50. Alle, die jetzt noch kommen, die brechen ab. Und ab und zu geht mal einer von denen, die bedient worden sind. Dann wird wieder ein Platz frei, rückt sofort einer nach. Da sehen wir, ui, ui, ui. Also, da passiert dann nicht mehr viel über die ganze Zeit. Paar Kleinigkeiten, ne? Man kann jetzt hier noch nicht zoomen, es gibt noch keine Achsenbeschriftung, nichts. Aber man ahnt schon mal so, okay, weil die drinnen halt nicht gehen, selbst wenn die sehr, sehr lange brauchen, also im Mittel 15 Minuten. In den 15 Minuten schlagen schon wieder 15 neue auf und dann gehen die wieder ewig nicht. Und dann kommen wieder welche da, so bis halt die Schlange voll ist, 50 bis. Bis die Leute halt weggehen. Wir können das nochmal
versuchen zu verifizieren. Machen wir mal 100 Leute. Müsste es ja noch höher gehen. Menü. Sync off. Da geht's auf 100. Da oben ist irgendwie 100. Und man sieht schon irgendwie, das ist jetzt nicht so linear. Das ist ganz geschickt gemacht. Habe ich schon mal so ein bisschen vorgeschnüffelt, wie das so skaliert wird. Ich habe es aber noch nicht wirklich durchprogrammiert mal. Ihr seid ja quasi live dabei, wenn ich hier faile. Aber da sieht man, immer jo, alle Minute kommt da einer. Das geht ruckzuck, dann ist die Schlange aber bei 100 Leuten. Was passiert denn, wenn die Leute jetzt nicht mehr so 100.000 oder 10.000 Minuten warten, sondern vielleicht 10 Minuten? Obwohl, jede Minute kommt einer. Was würden wir da erwarten? Kann man sich ja mal schon mal überlegen und dann schauen wir mal, was wirklich passiert. Da geht's rauf und runter. Da geht's rauf und runter. Also wenn man jetzt so nicht weiß, was da wirklich so jetzt simuliert wird, oder vielleicht ist es auch wirklich so, dann kommt es darauf an, wann man gerade da am Imbiss vorbeikommt. Also wir haben hier extrem hoch, hier auch wieder so ein Hochreißer. Aber entweder sind da schon viele Leute oder scheint ja gerade wenig. Und wenn man einfach Zeit hat und mal guckt mal so ein bisschen zu, dann sieht man, wie die Schlange länger und kürzer und länger und kürzer wird. Und wenn man dann ganz schlau sein möchte, dann geht man natürlich, wenn weniger Schlange draußen ist. Hilft einem aber nichts, weil das kommt nur dadurch, dass die Leute halt innen drin noch warten. Also sozusagen der Imbiss ist voll, wir sehen ja nur außen, aber der Imbiss ist vollgelaufen. Und dann, wenn der vollgelaufen ist, dann sammeln sich draußen die Leute. Und dann gehen die in, was haben wir gesagt, eine Viertelstunde oder sowas, 10 Minuten. Wenn die da noch nichts bekommen haben, dann hauen die ab oder sie haben was bekommen und dann noch 15 Minuten auf ihr Essen gewartet. Also schlimmstenfalls 25 Minuten, dann gehen die wieder und dann ist dann der Fall, wenn es hier wieder runter geht. Ja, dann haben einige Kunden was bekommen und dann rutschen die von außen nach, die äußern sichtbare Schlange, klock, 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 geht sofort in den Imbiss, so viel wie halt da rein gehen, die dann eine Bedienung bekommen. Und so kommen diese Wellen dann zustande. Das meine ich auch. Also da hätte ich mir jetzt vorher nicht so überlegt, aber es erscheint mir logisch. Wenn wir jetzt die Mitarbeiteranzahl mal drastisch erhöhen, 6 Mitarbeiter statt 3. Da werden, da sieht man das, da werden schon mehr wieder abgeräumt. Schlange draußen relativ lang, aber weil die 6 Mitarbeiter da rumtouren, kriegen die wieder mehr aus dem Imbiss raus. Und deswegen sind diese Sprünge auch sehr deutlich jetzt. Hier jetzt nicht mehr, aber da, jo, zack. Ist ja ein stochastischer Prozess. Vorhersage, wenn jetzt nur ein Mitarbeiter da ist, dann werden schon die Schlange draußen nicht mehr so weit runterfallen. Ein bisschen noch. Viele verlassen die Warteschlange aber schon wieder. Dadurch haben wir immer noch diese Wellenbewegung. Lassen wir sie doch mal wieder 100 Minuten warten, aber ja, mit einem Mitarbeiter. Da kann man es jetzt sehr schön sehen. Wird gleich wieder raufgehen, ja. Da kommen sie alle an. Also hier vorne ist Imbiss schnell voll, Leute stellen sich an und dann gehen die bis hierhin so gekommen sind wieder, dann können die draußen stehen nachrutschen, die Schlange wird kürzer, kommt zwar auch immer wieder welche an, aber die gehen auch sofort rein in den Imbiss und dann, ja, dann ist wieder blockiert im Imbiss
Und so hat man so Wellenbewegungen dann. Nicht wahr? Gucken wir mal, ob wir das ein bisschen, wie das Bild aussieht, wenn wir 10 Mitarbeiter einstellen. Wahrscheinlich sind wir da massiv überaufgestellt. Auch mal schauen. Ja, geht nicht mehr so hoch, ne? Also nicht mehr so steil am Anfang. Jetzt sind die auch am Kämpfen. Jetzt sind alle 6 ständig unterwegs. Aber es sind nur noch so Mikrowellen. Eine große hier. Da scheinen die auch nicht mehr so richtig rauszukommen. Ja, das finde ich eigentlich ganz faszinierend. Und das ist der Unterschied, wenn man so, wie ich es bis jetzt gemacht habe, immer mal ein paar Mal laufen lassen, so mehr oder minder so gefühlt Mittelwert, was ja nicht sehr schlau ist. Also immer mal so reingesampelt und gesehen, ja, an den Zahlen wird es jetzt nicht wirklich besser. Aber das Verhalten, das ist natürlich auch sehr gut mal in so einer Graphenform zu sehen, ne? Deswegen in jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung muss ein Graph rein. Also die ich gemacht habe und die ich halt so gelesen habe, das sind schon ein paar hundert. Da muss immer eine Grafik rein. Sonst ist zu wenig Theorie. Genau. Ja. Das war's schon. Einfach mal so ein Animate Monitor. Und dann kann man schon Spaß haben. Dankeschön, ne? Bis andermal. Tschüss.